Schau dir diese Bilder an. Welches dieser Gesichter ist echt? Du bist gerade in einer Fernsehshow, die von einem Roboter moderiert wird. Und das ist die letzte Frage, mit der du 1 Million Euro gewinnen kannst. Du zoomst die Bilder heran und weg, drehst den Kopf und wählst schließlich eines der 4 Bilder aus. Ob du dich für das richtige Bild entschieden hast, erfährst du in ein paar Minuten. Vorher erklärt dir der Roboter, dass es ein Geheimnis gibt, wie man einen Dummy erkennen kann. Das Geheimnis liegt in den Augen. Wenn du sie heranzoomst, wirst du feststellen, dass die Pupillen von Pseudomenschen irgendwie komisch aussehen. Die meisten sind nicht rund, aber bei echten, gesunden Erwachsenen sind sie fast immer kreisförmig. Forscherteams haben ein Tool entwickelt, mit dem sie die Umrisse der Pupillen aus Fotos extrahieren. Damit können sie prüfen, ob sie eine elliptische Form haben. Sie testeten es erfolgreich an 2000 Bildern, von denen 50% echte Gesichter waren und die restlichen 50% künstlich erstellt wurden. Es sieht so aus, als ob die Technologie hinter den Pseudogesichtern die Anatomie des menschlichen Auges noch nicht vollständig versteht. Aber diese Schwachstelle trägt dazu bei, die Welt vor der böswilligen Nutzung realistisch aussehender Fotos zu schützen, mit denen Menschen auf Social-Media-Plattformen getäuscht und übers Ohr gehauen werden. Die Bilder der nicht existierenden Menschen wurden mit Hilfe von Generative Adversarial Networks erstellt, kurz GANs. Im Jahr 2014 entwickelte der KI-Forscher Dr. Ian Goodfellow ein Deep Learning-Modell, das in der Lage ist, gefälschte Daten zu erzeugen. Es sollte mit 2 neuronalen Netzwerken arbeiten, die gegeneinander antreten. Die Aufgabe des ersten Netzwerkes war, aus einem bestehenden Datensatz gefälschte Bilder zu erzeugen. Die Aufgabe des zweiten Netzwerks war, den Unterschied zwischen echten und gefakten Bildern zu erkennen. Beide Netzwerke sollten voneinander lernen. Je besser das erste bei der Bilderzeugung wird, desto besser kann das zweite die erzeugten Bilder von den echten unterscheiden. Dr. Goodfellow kam auf diese Idee, als er mit Freunden unterwegs war. Als er zu Hause ankam, schrieb er einen Code dafür und es klappte auf Anhieb. Es gibt zwar viele Bedenken, dass GANs gefälschte Daten in der Welt verbreiten würde, aber GANs können für die Generierung von 3D-Objekten, die Erstellung von Zeichentrickfiguren, die Generierung neuer menschlicher Posen für Online-Shops, die Fotobearbeitung, die Umwandlung von Fotos in Emojis, die Übersetzung von Text in Bilder und ähnliche Funktionen eingesetzt werden und sind daher nützlich. Die Technik wird immer besser darin, realistische menschliche Gesichter zu erstellen. Sie lernt ständig aus ihren eigenen Fehlern, sodass es immer schwieriger wird, ein gefälschtes Bild von einem echten zu unterscheiden. Es gibt eine Funktion, die als Style Transfer bekannt ist, mit der das System verschiedene Fragmente des Bildes getrennt verarbeiten kann. Es kann also eine bestimmte Gesichtsform und eine Frisur nehmen und sie realistisch zusammenfügen. Falls du Zweifel daran hast, dass das Foto, das du online siehst, echt ist, kannst du es auf bestimmte Anhaltspunkte überprüfen. GAN-generierte Fotos, vor allem ältere, sind manchmal leicht asymmetrisch. Die Haare sind nur auf einer Seite verwuschelt und ein Ohrring oder andere Accessoires befinden sich auch nur auf einer Seite. Eventuell bemerkst du auch getrennte Haarsträhnen im Gesicht oder an anderen Stellen oder es sieht so aus, als ob das Haar mit einem großen Pinsel und Acrylfarbe gemalt wurde. Es sieht einfach zu gerade aus, hat einen seltsamen Lichthof oder einen fluoreszierenden Übergang. Für die Algorithmen ist es auch noch schwer, perfekt symmetrische und realistisch aussehende Brillen zu erstellen. Auch der Framing-Style könnte auf der rechten und linken Seite nicht übereinstimmen und wäre schief. Die Algorithmen machen auch noch Fehler bei der Anzahl oder der Ausrichtung der Zähne. Zum Beispiel erstellen sie Zähne in verschiedenen Winkeln. Es könnte auch ein winziger dritter Schneidezahn oder eine andere zahnmedizinische Merkwürdigkeit vorkommen. Aber auch im Hintergrund gibt es Anhaltspunkte, die auf ein gefälschtes Bild schließen lassen. Denn auch dieser wird von derselben Technologie erzeugt. Aber dem Hintergrund schenken sie am wenigsten Aufmerksamkeit. Du könntest seltsame Strukturen und Mustern sehen, wie chaotische kubistische Formen, oder er sieht aus wie ein zerrissenes Foto.
Manchmal merkst du schon an der Kleidung deiner neuen Online-Bekanntschaft, dass etwas nicht stimmt. Das Gesicht sieht makellos aus, das Outfit auch, aber der Wintermantel passt irgendwie nicht zur tropischen Umgebung und den Farbtönen. Algorithmen der älteren Generation hinterlassen auch glänzende Flecken, die wie Wasserflecken aussehen und an jeder Stelle des Bildes auftauchen können, aber meistens zwischen den Haaren und dem Hintergrund. Du kannst dir viele computergenerierte Porträts auf speziellen Websites anschauen. Es gibt auch eine für Katzen. Da werden Katzen gezeigt, die es gar nicht gibt. Es sind Tausende mit unrealistischen Katzengesichtern. Auf einer anderen Website kannst du dir Fotos von Wohnungen ansehen, die es gar nicht gibt. Neuronale Netze sind sogar in der Lage, Videos zu erstellen, in denen die Gesichter und Körper verschiedener Menschen miteinander verschmelzen. Es gibt noch einen Algorithmus, der aus nur einem Foto neue Blickwinkel erstellen kann. Dieser Algorithmus erfasst markante Gesichtsmerkmale wie Augen, Nase und Lippen und erstellt daraus neue Fotos. Und die so entstandenen Mehrfachbilder werden zu einem Video hinzugefügt. Und so wurde Mona Lisa quasi zum Leben erweckt, die sich bewegt und sich umschaut. Viele Leute haben Bedenken, dass diese Art von Technologie für gemeine Zwecke eingesetzt werden könnte, um Videos von Leuten zu erstellen, die man in der Öffentlichkeit fertig machen will. In der Forschung geht man aber davon aus, dass diese Technologie eher bei Videokonferenzen, Multiplayer-Spielen und in der Special-Effect-Industrie eingesetzt wird. Victor Ripabelli, CEO und Mitbegründer des Softwareunternehmens Synthesia, glaubt, dass sie das Filmemachen auf eine neue Ebene heben könnte. Computergenerierte Versionen von Schauspielern könnten so perfekt werden, dass du sie nicht vom echten Schauspieler unterscheiden könntest. Als sie diese Technologie getestet hatten, reichten 3 bis 4 Minuten aus, um ein digitales Modell eines Schauspielers zu erstellen, der in die Kamera spricht. Die Technologie merkt sich, wie sich das Gesicht bewegt und kann es nachbilden. Aber jetzt zurück ins Fernsehstudio. Der Roboter-Moderator sagt, es wird Zeit herauszufinden, ob du 1 Million Euro gewonnen hast. Konntest du das einzige Bild eines echten Menschen von den 3 GANs generierten Bildern unterscheiden? Und? Ja, du hast es geschafft! Konfetti fliegt rum und du hörst die überraschende Nachricht. Du bekommst einen Bonuspreis, und zwar einen Tag mit einem lebensechten Roboter. Roboter werden von Tag zu Tag realistischer. Sie sprechen wie wir, gehen wie wir und können sogar auf eine breite Palette von Emotionen zurückgreifen. Aber du bist dir sicher, dass du den Unterschied nach einem Tag erkennen wirst. Der erste Roboter, den du dir aussuchen kannst, ist die erste androide Nachrichtensprecherin, die 2014 in Japan der Welt vorgestellt wurde. Sie las einen Beitrag im Live-Fernsehen vor und zog sich dann in das National Museum of Emerging Science and Innovation in Tokio zurück. Dort hilft sie Besuchern und sammelt Daten für Studien zur Mensch-Roboter-Interaktion. Ihre jüngere Schwester Erika hat einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht. Ihre Schöpfer haben ihr echtes Charisma gegeben. Sie ist mit einem Computersystem verbunden, das die Person vor ihr ständig scannt. Sie nimmt die Richtung des menschlichen Gesichts und den Gesichtsausdruck auf und kann verstehen, wer diese Person ist, und sie kann auch ein richtiges Gespräch mit Menschen über eine Vielzahl von Themen führen. Erika kann ihre Gesichtszüge, ihren Nacken, ihre Schultern und ihre Taille selbstständig bewegen. Sie wurde sogar kürzlich für eine Hauptrolle in einem Science-Fiction-Film gecastet. Für diese Rolle musste sie aber noch weiter trainiert werden. Ihre Schöpfer simulierten ihre Bewegungen und Emotionen in Einzelsitzungen, um ihr beizubringen, die Geschwindigkeit ihrer Bewegungen zu kontrollieren und ihren eigenen Charakter zu entwickeln. Bina 48 ist ein humanoider Roboter von Hanson Robotics. Als Vorbild diente die Frau einer seiner Erfinder. Sie haben mehr als 100 Stunden damit verbracht, alle ihre Erinnerungen, Gefühle und Überzeugungen zu sammeln. 2017 war Bina 48 der erste Roboter, der in Kalifornien einen College-Kurs besuchte und erfolgreich abgeschlossen hatte. Sie hat die ganze Welt bereist und ist in verschiedenen Fernsehsendungen aufgetreten. Sophia ist wahrscheinlich das bekannteste Projekt von Hanson Robotics und ihr fortschrittlichster menschenähnlicher Roboter. Sie war der erste Roboter, der die Staatsbürgerschaft eines echten Landes erhielt, und zwar von Saudi-Arabien. Sie ist auch die erste Roboter-Innovationsbotschafterin für das United Nations Development Program.
Sie verfügt über ein breites Spektrum an Emotionen und kann diese durch ihre Gesichtszüge und Gestik ihrer Arme und Hände in vollem Umfang ausdrücken. Sie spricht auf Konferenzen auf der ganzen Welt und ist eine echte Berühmtheit. Der letzte Roboter, den du wählen könntest, ist Douglas, der von seinen Schöpfern Autonomous Digital Human genannt wird. Er wird von Digital Domain entwickelt, dem Unternehmen, das für die visuellen Effekte einiger der berühmtesten Filme verantwortlich ist. Douglas soll die Grenzen zwischen Mensch und Maschine überwinden, einfacher und natürlicher sprechen und wie ein Chamäleon das Gesicht wechseln. Er soll Unternehmen helfen, Fragen von Kunden zu beantworten oder ihnen bei sich wiederholenden Aufgaben helfen. Du wählst Douglas, um ihn wissenschaftlich zu testen, und verlässt das Studio mit deinem neuen Roboterfreund.